Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen Ich jetzt sehe im Ring. Also direkt bitte. Der Zöster weiter. muss hier weg, bevor die Fledermaus auftaucht. Alles klar. Hey, Zu denkst du, ich spät! Bin unfair, du hast eine Waffe. Könnten mal wieder auf dem Boden liegen. Ah, komm. Du hast das unterbrochen. Meine schöne Animation. Irgendwas trinken. Der Carlton empfängt gerade niemanden und ich lasse ihn bestimmt nicht sehen. Ja. Also mach mich gefällig. Moment! Bin ich mit dem Trick fertig geworden. Okay, weiter geht's. Vom Acker, vergleite dich zur Tür, Junge. Nö, lass das. Hobbelpost scheint mit dem Theater verbunden zu sein. Und Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Ach, ich dachte, weil man da welche gesehen hat, da wären welche. Aber dem ist nicht so. Welcher Dampf war? Ich habe gesagt, dass ich Heiligabend arbeite und dass sie ganz und gar nichts dagegen machen. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Hat mein Dad auch immer gesagt. Hat natürlich dann eine von Mom geknallt gekriegt. Ja, das stimmt. Hab's doch gesagt, kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss gekriegt. Genau, schon fühle ich mich besser. Wenn ist meine Codekarte. Scheiße! Bewegt ihr euch auch oder eher nicht so? Kann mich niemand aufhalten. Ist da sonst noch wer? Warte, nur eine Sekunde, um alles zu erklären. Nee. Genau auf der anderen Seite des Theaters. Ich meine,
Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich bewege mich hoch. Oh Gott, okay, ja. In der Scheiße. Candy! Boah, die hat sich echt eine Ohrfeige verdient. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Komm schon, lass mich raus! Das ist nicht witzig! Ich wusste doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Kann ich denn hier durchspringen? Ja, kann ich. Hallo, Söhnchen. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir den unbewegten Gästen machen? Ah, kürze raus, bitte. Ich mach dich den Kopf kürzer. Und rein da. Seht nur, die Final Offer ist sie nicht prächtig. Und das bei dem Schnittchenpreis, den ich nicht so mal zu Gedanken bezahlt habe. Sie verschwunden, unfassbar. Sie hieß natürlich nicht immer Final Offer. Ja, es hat so komisch rot geleuchtet, da war ich jetzt nicht so sicher. Ihr solltet wissen, dass Mr. Falcone das nicht tut. Willst du etwa so wie deine Freunde? Ihr seid Abschaffung. Ihr alle. Ihr ahnt ja gar nicht, was ihr da draußen ist. Noch einmal am Boden! Ihr braucht Hilfe! Guck mal, ich hab schon direkt zwei von euch ausgeschaltet, ne? Also. Wie ist er an uns vorbeigekommen? Oh, Junge, entspann dich! Passt auf! Ich glaub von hier drüben! Da bin ich sicher! Nein! Ah, du bist zu weit weg. Wo bist du? Ich weiß, dass du da hinten steckst. Geh ruhig da rein, alles okay. Ich warte dann mal hier so. Wenn du nur so kurz!
schlau, oder? Zack. Was willst du? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist dein Boss. Was will der Pinguin von ihm? Alberto Falcone, ich habe keine Ahnung, was der Pinguin von ihm will. Ich schwör's. Okay. Einmal kurz was trinken, aber wir können ja mal hier reingucken. Oh, wir haben viele neue, ne? Boah, 2,26 Meter. Boah, 2,95. Ja, aber gefasst. Ja, du musst 1,47. Du bist noch nicht mal 1,47. Safe nicht. Candy. Okay. Also, wo waren wir? Candy! Sie haben dem kleinen Alberto hier vorgeschlagen, hey Baby, seinen Vater von der Frührente zu überzeugen. Er hat abgelehnt und sie einen, was war's? Psychotischen Bastard genannt. Nein, 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 bitte! Jetzt hör lieber zu, Falcone. Ich frag dich nämlich zum letzten Mal. Was wirst du deinem Vater sagen? Dass wir aus dem Waffengeschäft aussteigen. Ich verspreche es. Ich bring ihn dazu. Deine Lippen bewegen sich, Birdie. Aber ich höre nicht, was ich hören will. Ihr Trottel macht na, Angst? Bitte. Tun Sie mir nicht weh! Ich kann nicht so rumkönnen wie ihn! Schafft ihr ja gar nicht. Mach den Fall, ihr dämlichen Wichser! Jetzt wart mal! Wart mal eine Minute! Ich hab dich beobachtet! Oh, yeah. Ich bin auch nicht schlimmer als du! Black Mask hat das Kopfgeld auf mich ausgesetzt! Wo ist er? Ich verfolge nicht alle Rachegeschichten hier! Du bist in dieser Stadt nicht sehr beliebt! Lass mich mal hoch. Läuft die Zeit davon! Ah, warte!
Warte! Lacey Towers! Es gab einen Mord! Es sollte sein Unterschlupf sein! Aber Black Mask hat eigene Probleme, wie es scheint! Jemand ist eingebrochen und... Oh, wir haben endlich mal ein Messer! Nein, ich weiß noch nicht weg! Mir scheint, das Spiel ist vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Ich spiele keine Spiele, Slade. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Du solltest besser noch ein paar Tricks haben, sonst ist das hier im Loop vorbei. Ja, komm. Oh mein Gott, da hab ich mit gedrückt. Ich weiß, du hast eine Schuss. Warum? Ich seh nichts mehr! Wie treffe ich dich denn? Echt nur mit Ausweichen? Okay, mit Angreifen nicht. Und wieder einmal hast du eine Chance ausgelassen. Deine Zurückhaltung schmeckt. Naja, wenn man nur abwehren darf und nicht angreifen, was soll ich machen? Ich höre nix. Mit mir kannst du nicht mithalten. Du hast zu viel Leben. Hast du die Chance nicht gemerkt, wie ich hier wohne? Dachtest du, das funktioniert? So nicht. Oh mein Gott, was war das? Ich weiß nicht, welche Tour! Ah! Okay, ich hab's glaube ich gecheckt! Ich hab's gecheckt. Können wir nochmal neu anfangen? Ich hab das jetzt gecheckt.
gekämpft, Batman. Aber ich bin stärker. Schneller, klüger. Es konnte nur auf diese Weise enden. Mission fehlgeschlagen. Nichts darf fehlgeschlagen. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Versteh mich nicht falsch. Ich töte dich des Geldes nicht. Aber ich kann ja trotzdem Spaß dabei haben. So, jetzt weiß ich nämlich, was ich machen muss. Weil jetzt weiß ich, was ich tun muss. Deine Zurückhaltung schlecht. Dachtest du, das funktioniert? Siehst du doch. Okay, jetzt kommt die ganze Konter. Guck mal, weil jetzt weiß ich nicht, was ich tun muss. Konter nicht genug rechtzeitig ausgewichen. Aber ich muss schon mal drücken. Ja, wieder falsch. Zu viel. Oh mein Gott, ich hab falsch gedrückt. Ja, ja. Ah.
wieder die Konter. Ja. Gott. Okay, alle guten Dinge. Drei. Nee. Was nur wenigen vergönnt ist. Komm, ich bin jetzt weitergekommen als eben. Also, na, komm schon. Jetzt krieg ich. Jetzt aber. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Versteh mich nicht, Mann. Ich töte dich des Geldes nicht. Das war ein Fehler. Und jetzt? Dachtest du, das funktioniert? Geh mal was aus der Ecke raus. Von mir?
aber deinen Rest. Und Batman! Das war's, Slade. Was bist du? War nicht Batman. Die Tür findest du ja von allein. Ich darf den Pinguin nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. Jetzt haben wir... Neues Spielzeug. Das ist also die Fernkralle. Dieser Kampf hat ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Mit Deathstrokes Werkzeug komme ich hoch auf den Balkon. Da, Deathstroke. Ne? Die Fernkralle ist da. Wenn ich das neue Werkzeug von Deathstroke einsetze, kann ich entkommen. So, ich mach mir da nur so ein Seil, okay. Ich glaube, ich habe es gerade ein bisschen komplizierter gemacht als sein. Eher kommst du einer Nonne an die Unterwäsche als in diesen Raum. Aber schön. Versuch's ruhig härter. Ich will so richtig spüren. Chia, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Fröhliche Weihnachten. Und jetzt verpiss dich. Alfred, versuch Informationen über einen Mord bei den Lacey Towers zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Bin schon auf dem Weg. Da müssen wir irgendwann auch noch da hin. Was mache ich jetzt? So. Jetzt, ich muss da rein, ne? Wo auch immer hinzukommen. Ich stopp hier hin, weil hier Ausgang ist. Oder ich kann den Weg auch einfach zurück, ne? Weil hier komme ich ja nicht rein. Nein, Tür verschlossen. So. Aber da komme ich ja nicht. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung. Aufsprengen. Nein, okay.
dann gehen wir einfach hier raus, oder? Hier kann ich die Fernlenkkralle einsetzen, die ich von Deathstroke habe. Warte. Alfred, lass das GCPD wissen, dass sie einen Blick auf die Final Offer werfen sollen, an den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln, zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp, Vitalidica. Unterdrückte Bürger Gothams, eure Hilferufe wurden erhört. Ich, Anarchy, die Stimme des Volkes, bin hier, um euch von der Seuche der Korruption, die unsere einst stolze Stadt befallen hat, zu befreien. Diejenigen, die wir wählten und anstellten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu garantieren, krümmen keinen Finger. Warum sollten sie auch? Sie wurden gekauft und bezahlt, um wegzusehen. Da sie nicht handeln, tue ich's. Beim ersten Licht des Sonnenaufgangs wird der Quell von Gothams Niedergang vernichtet! Und jetzt zurück zu eurem normalen Programm voller Propaganda und Konsummüll. Als ob heute Nacht noch nicht schon genug los wäre. Schnell zu den Lacey Towers, bevor die Cops alle Sorry, Betty. Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnte. Ich hatte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Über Verbrechen, Gewalt, Gier und Rache. Aber es geht auch um Vergebung, um zweite Chancen, um Veränderungen. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich habe nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Wenn ich bekämpfe, glaube ich an die Kraft der Wahl. Warte mal, was? Lass sie hochgehen oder halte mich auf. Ich entscheide aufgrund deiner Taten, was ich mit dir mache. Hallo? Ich hasse das. Ich hab doch gar keine Ahnung. Das ist noch nicht. Doch. Boah, ist das noch weit weg. Aber hey, das ist in der Nähe, wo ich hin muss. Wenn uns jemand davon befreien würde.
Shepard. Wir haben ein Problem. Ich bin nicht entgangen. Dieser Anarchy erwähnte 3 Bomben. Es gibt also noch 2. Ich muss sie finden. Und ich bin sicher, das werden sie, Sir. Ja, aber nicht jetzt. Da muss ich hin, ne, oder? Nein, war das doch, ne? Ne, hier muss ich hin. Da ist noch einer. Ne, sehen wir uns gar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da hin. Ganze Stücke zurück. Ich nehme mich mit!
Cops müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Das heißt, dass sie ihm folgen werden. Und das heißt, jedes Mal, wenn sie ein... ich bin... Notverwüsten, gratis Zeug für dich und mich. Und was ist mit den Bullen? Die werden doch alles abriegeln. Nee, die müssen auch an den Keller dranbleiben. Genau wie Batman. Ich sag's dir, wenn wir uns an den Plan halten, werden wir reich. Wie viele davon sind bewaffnet? Die da unten nicht. Die da. Was wo? Schön die Hände hoch. Wo hast du die Dose her? Genug ist genug. Du, komm doch. Ja. Bleibst liegen. Wann wird Verstärkung eintreffen? Zu spät. So, wir machen das von hier. Alles klar. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemmenes. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Das ist klare Sache. Der Pinguin hat Black Mass und seine Freundin ermordet. Wir haben ja sogar seine patschigen kleinen Finger abgeschnitten und ihn in den Leichen. Ja, den Pinguin haben wir am Sack. Ich würde gern sehen, wie er sich da raufwindet. Fingerabdrücke. Zwei Tote. Er wandert in den Knast. Ihr habt meinen Moment kaputt gemacht. Ich wollte jetzt einen ganz cool. Oh, den komm aber. Aber, ja, das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.